Es treibt ein Schiff irgendwo auf dem Ozean ohne Besatzung. Das letzte Mal wurde es vor über 50 Jahren gesehen. Seine Geschichte erinnert an die des fliegenden Holländers, eines Schiffes, das dazu verdammt ist, für immer zu segeln und Unheil über jeden zu bringen, der es auf See sieht. Zumindest besagt das die Legende. Anders als der fliegende Holländer war die SS Baichimo definitiv real und wurde für eine deutsche Firma in Hamburg gebaut und begann als gewöhnliches Frachtschiff. Es handelte Handelsgüter zwischen Hamburg und Schweden in der Ostsee ab dem Jahr 1914. Es hatte einen starken Dampfmotor und einen Rumpf aus Stahl. Ein paar Jahre später wurde es britischer Besitz. Dann, in den 20ern, kaufte eine kanadische Firma es für etwa 18.000 Dollar, damals eine enorme Summe Geldes. Der neue Eigentümer, die Hudson's Bay Company, setzte das Schiff mehrere Jahre aktiv ein. Sie schickten es häufig auf Reisen von seinem Heimathafen in Schottland nach Sibirien, Alaska, Yukon und die Nordwestterritorien. Es durchquerte auch den Panamakanal und sogar den Suezkanal, beladen mit Pelzen zum Verkauf. Manchmal transportierte es auch Passagiere. Es hatte 9 erfolgreiche Reisen absolviert, bevor diese Glückssträhne ein Ende fand. Seit den 30er Jahren hatte die SS Baichimo Probleme mit Eis und Stürmen. Als sie im Oktober 1931 zum ersten Mal im Eis feststeckte, gelang es einigen Crewmitgliedern, nach Alaska zu fliehen. 15 von 22 Seeleuten entschieden sich, bei ihrem Schiff zu bleiben und zu versuchen, es zu retten. Sie hatten Pelze und andere wertvolle Fracht im Wert von etwa 58.000 Dollar an Bord. Die Firma schickte ihnen Vorräte, um den Winter zu überstehen. Sie errichteten nahe des Schiffs aus Luken, Planen und anderen Materialien ein Lager und luden die Fracht ab. Ende November fegte ein Blizzard durch das Gebiet und es schien, als hätte er das Schiff mitgenommen. Die Eisscholle hatte überlebt, aber das Schiff hatte sich losgerissen. Einige Crewmitglieder waren sich sicher, dass es gesunken war. Doch kurz darauf erfuhren sie von einem Einheimischen, der ihr Schiff etwa 72 Kilometer entfernt von ihrem Lager gesichtet hatte. Die Mannschaft machte mit ihrem Leben weiter und das Schiff begann seine Reise als entlaufenes Gefährt. Etwa einmal im Jahr wurde die SS Baichimo gesichtet und das bis ins Jahr 1969. Sie wurde meistens vor der Küste Alaskas gesehen. Ein Mann, der mit seinem Hundeschlitten nach Nome unterwegs war, sowie Goldsucher, Forscher und Schatzjäger, behaupteten alle, die SS Baichimo gesehen zu haben. Jemand versuchte, es zu besteigen und zum Hafen zu bringen, blieb jedoch wegen des schrecklichen Wetters tagelang darauf gestrandet. Anderen hatte mehr Glück und sie schafften es, ein Walfangboot, einige Möbel und andere Wertgegenstände von dem Schiff zu nehmen. Diejenigen, die dem Schiff näher kamen, sahen, dass es beschädigt war und der Propeller fehlte. Dennoch blieb es mindestens 38 Jahre lang ohne Besatzung schwimmfähig und wurde zum am längsten segelnden Geisterschiff der Geschichte. Im Jahr 2006 starteten die alaskischen Behörden ein Projekt, um das Geheimnis dieses Geisterschiffs der Arktis zu lösen und die SS Baichimo zu finden, ob sie nun noch über oder unter Wasser sei. Bisher war das Projekt nicht erfolgreich. Die SS Baichimo bleibt eines der geschätzten 4000 Schiffe, die vor den Küsten Alaskas verschwunden sind. Wenn die Legende aus dem 17. Jahrhundert nicht lügt, könnte dieses Geisterschiff irgendwo entlang des fliegenden Holländers segeln. Es gehörte zur niederländischen Ostindien-Kompanie. Sein Kapitän schaffte das Unmögliche zu dieser Zeit und segelte in nur 3 Monaten von Holland nach Indonesien. Man sagte, er sei über das Meer geflogen und einige böse Zungen behaupteten, er habe einen Pakt mit den bösen Mächten geschlossen, um das zu erreichen. Nachdem das Schiff die Heimreise angetreten hatte, verschwanden Kapitän und Besatzung spurlos. Es gibt viele Versionen darüber, was mit ihm geschehen ist. Eine der ersten Versionen besagt, dass es versucht hatte, im Kap der Guten Hoffnung anzulegen. In einen schrecklichen Sturm geriet und sank, da kein Kapitän da war, um es zu retten. Eine andere Legende erzählt, der Kapitän habe sich geweigert, den Himmelsmächten zu gehorchen, um das Schiff während des Sturms untergehen zu lassen. Dann habe eine erschreckende Lichtgestalt das Boot und die Besatzung getroffen und es sei dazu verdammt worden, ewig ruhelos umherzuwandern.
Viele Seeleute behaupteten, den fliegenden Holländer gesehen zu haben. Der Herzog von York, der später König von England werden sollte, erwähnte, ihn in australischen Gewässern gesehen zu haben. Kurz nachdem das Schiff gesichtet wurde, fiel der Mann, der es zuerst sah, vom Masttop und überlebte nicht. Es gab bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts weitere Begegnungen mit diesem legendären Schiff. Schiffe wären beinahe mit ihm zusammengestoßen, als der fliegende Holländer wie aus dem Nichts auftauchte. Wissenschaftler haben eine logischere Erklärung für dieses Mysterium. Fata Morgana. Nicht zu verwechseln mit Hakuna Matata. Wenn man an einem heißen Tag auf See ist und die Luft flirrt, fühlt es sich an, als würde man an einem sengend heißen Sommertag auf die Straße schauen. Das liegt an etwas, das atmosphärische Brechung genannt wird. Wenn Licht durch verschiedene Luftschichten mit unterschiedlichen Temperaturen und Dichten strömt, biegt und verdreht es sich. Manchmal können unter bestimmten Bedingungen diese Lichtbeugungen über dem Meer wirklich bizarre optische Täuschungen erzeugen. Wie zum Beispiel die Sichtungen des fliegenden Holländers. Das Phänomen der Fata Morgana kann dazu führen, dass entfernte Objekte verzerrt erscheinen, gestreckt werden oder sogar über den Horizont gehoben erscheinen. So kann man ein weit entferntes Schiff sehen, aber aufgrund der Art, wie das Licht gebogen wird, sieht es aus, als würde es über dem Wasser schweben oder sogar verschwinden und wieder erscheinen. Eine Fata Morgana wird am häufigsten in Polargebieten gesehen, insbesondere über großen Eisflächen, die eine gleichmäßig niedrige Temperatur aufweisen. Aber man kann sie überall sehen, sogar in Wüsten und überseen an heißen Tagen. Die ersten Geschichten über Geisterschiffe reichen bis in die griechische und römische Mythologie zurück. Eines der bekanntesten Geisterschiffe in der Geschichte ist die Mary Celeste. Diese Brig war auf dem Weg von New York City nach Genua und war voll beladen mit Vorräten, jedoch ohne Besatzung, als sie 1872 im Atlantik entdeckt wurde. Auch die persönlichen Gegenstände der Besatzung waren an Bord, völlig unberührt. Der letzte Eintrag in ihrem Logbuch wurde 10 Tage zuvor gemacht. Wir wissen immer noch nicht, was mit ihrer Besatzung passiert ist. Und das Schiff hat viele unheimliche Geschichten und Legenden inspiriert. Die Lady Lovibond war eine weitere legendäre Schoner, von der man annimmt, dass sie im 18. Jahrhundert vor der Küste von Kent gesunken ist. Die Geschichte besagt, dass der Kapitän des Schiffes, Simon Reed, gerade geheiratet hatte und trotz des Aberglaubens, dass dies Unglück bringen könnte, seine Braut zu einer Feierfahrt an Bord nahm. Sie waren auf dem Weg nach Portugal, als der erste Offizier, der ebenfalls in die neue Frau des Kapitäns verliebt war, vor Eifersucht wahnsinnig wurde, einen anderen Crewmitglied angriff und dann das Steuer übernahm, um das Schiff direkt in die gefürchteten Goodwin Sands zu steuern. Niemand an Bord überlebte und es wird gesagt, dass die Schoner als Geisterschiff alle 50 Jahre wieder erscheint. In der heutigen Zeit werden viele Schiffe absichtlich aufgegeben und verwandeln sich in Geisterschiffe. Es gibt Tausende von ihnen, die in amerikanischen Flüssen, Seen, Kanälen und Küstengewässern treiben. Manche Menschen verlieren ihre Boote in Stürmen und anderen extremen Wetterbedingungen. Andere müssen ihre Boote aufgeben, weil die Instandhaltung 10% des Bootswertes kosten kann. Zusätzlich kann das Anlegen eines Schiffes jedes Jahr mehrere tausend Dollar kosten. Viele Boote wurden aus Fiberglas gefertigt. Daher kann der Besitzer diese nicht einfach wie Schrottmetall recyceln. Wenn Sie diese loswerden möchten, binden Sie sie oft an einem Dock fest und schleichen sich davon. Lassen Sie weit weg vom Ufer treiben oder versuchen sie zu versenken. Wenn Geisterschiffe in flachen Gewässern sinken, können sie Schäden an Korallenriffen, Mangroven, Marschland, Austernhabitaten und Feuchtgebieten verursachen. Außerdem können sie mit ahnungslosen normalen Schiffen zusammenstoßen und echte Probleme verursachen. Also, macht das nicht. Genug gesagt.